Die Wohnungsgesellschaft Güstrow verfügt über einen Bestand von ca. 4.400 Wohnungen. Da ist vorprogrammiert, dass das Unternehmen übers Jahr an vielen Baustellen tätig ist. Neben Neubau, wie dem Lückenschluss in der Glewiner Straße 14, widmete sich die WGG auch 2017 intensiv der Pflege ihres Bestandes. In unserem zweiten Baustellenreport in diesem Jahr haben wir drei Objekte besucht und beginnen mit der Mühlenstraße 12/13. Hier verschwanden seit Mitte Oktober die Baugerüste. In diesem Monat werden letzte Arbeiten wie die Reinigung der Wohnungen und die malermäßige Instandsetzung des Treppenhauses erledigt. Die relativ lange Bauzeit lässt sich durch eine umfangreiche und komplette Sanierung des Objektes erklären. So wurde außen an der Rückseite des Gebäudes eine Wärmedämmung angebracht. In den Wohnungen wurden Fenster, die Heizungsanlage und diverse Versorgungsleitungen erneuert. Zwei Wohnungen in sehr guter zentraler Lage stehen für Interessenten noch zur Verfügung. WGG-Mitarbeiter Christian Hoffmann stellt sie vor. Wir befinden uns hier in der Zweiraumwohnung in der Mühlenstraße 12. In der Mühlenstraße 13 haben wir ebenfalls noch eine Zweiraumwohnung, die derzeit nach der Modernisierung zur Verfügung steht. Es sind zwei Miethäuser, die jeweils vier Mietparteien haben, also es sind kleine Häuser. Wir haben in den Wohnungen umfangreich modernisiert, das heißt von den Fenstern angefangen bis hin zum Badezimmer ist komplett alles modernisiert worden. Die Wohnungen haben halt einmal 62 Quadratmeter und einmal 65 Quadratmeter Wohnfläche und liegen preislich zwischen 498 Euro und 519 Euro warm. Am Sonntag, dem 19. November, lädt die WGG zwischen 14 und 16 Uhr wieder zu einem Schautag ein. Da können sich Interessenten in einer Wohnung in der ersten Etage der Mühlenstraße 12/13, in einer Erdgeschosswohnung in der Langenstraße 3 und in einer Erdgeschosswohnung in der Baustraße 12 umsehen. Gekennzeichnet sind die zur Besichtigung anstehenden Wohnungen durch die bekannte grüne Lampe im Fenster. Die zweite Station des Baustellenreports führt in den Eschenwinkel 21 bis 24. Hier fallen in diesem Monat die Baugerüste. Seit Mai wurde dieser letzte Abschnitt im Quartier, er besteht aus 80 Wohnungen, davon 60 Einraumwohnungen, außen saniert. Ein Schwerpunkt war dabei das Anbringen eines Wärmedämmverbundsystems. Neben der Dämmung der Fassade und der Betoninstandsetzung wurden Geländer und Fußboden an den Balkonen erneuert. Durch den neuen Fassadenanstrich fügt sich das Ensemble wieder harmonisch in das Quartier ein. Für den Eschenwinkel 21 bis 24 erhielt die WGG vom Energieministerium Fördermittel in Form eines zinsgünstigen Darlehens. Der Abschluss unserer Tour führt uns nach Rövertanen 2 und 2a und damit zu einem Kleinod der Wohnungsgesellschaft. Direkt am Waldrand liegen zwei Objekte mit je vier Dreiraumwohnungen. Auch da erfolgte in den vergangenen Tagen der Abbau von Rüstungen und die Übergabe der Häuser. An beiden Objekten wurde eine Dämmung der Fassade vorgenommen. Darüber hinaus wurde das Mauerwerk im Sockelbereich abgedichtet. Die Baumaßnahme, die seit August lief, wurde mit einer zu den Nachbarhäusern passenden farblichen Gestaltung abgeschlossen. An diesen beiden Schmuckstücken endet auch unser zweiter WGG-Baustellenreport. Christian Gierke, Abteilungsleiter Vermietung, gibt zum Abschluss noch einen Ausblick auf die Vorhaben für 2018. Ja, auch im nächsten Jahr werden wir natürlich unsere Baumaßnahmen, unsere Bautätigkeit fortsetzen. Ein Schwerpunkt wird natürlich die Herstellung des Gebäudes Domplatz 18 sein, was sicherlich auch als Höhepunkt bezeichnet werden kann. Darüber hinaus konzentrieren wir uns aber natürlich auch auf Instandsetzung innerhalb unseres Bestandes. Das heißt, wir werden ein weiteres Haus in der Niklotstraße weiterhin auch unter energetischen Gesichtspunkten instand setzen, angefangen von der Fassade über auch Erneuerung von Balkonelementen. Das wird im nächsten Jahr mit auf der Agenda stehen. Darüber hinaus werden wir in der Elisabethstraße unser Fassadenprogramm mit fortsetzen, werden auch weitere Aufgänge für den Balkonanbau mit vorsehen. Da haben wir die Erfahrung gemacht, dass es wirklich sehr gut angenommen wird und sich auch das Erscheinungsbild dieses Quartiers dann auch nachhaltig verbessert. Und darüber hinaus werden wir auch Tätigkeiten durchführen, die jetzt für den Außenstehenden nicht unbedingt so sichtbar sind. Das heißt, wir werden in die technische Gebäudeausstattung investieren. Das heißt, wir werden in einzelnen Objekten Strangsanierungen durchführen. Für die Fähr- und Entsorgungsleitungen werden Elektroleitungen mit erneuern. Das sind Themen, die uns im nächsten Jahr unter baulichen Gesichtspunkten bewegen werden. Sicher werden wir über einige dieser Vorhaben im nächsten Jahr auf Güstrow TV berichten.